Servus Leute, schön, dass ihr einschaltet. Es geht wieder weiter mit Lies of P. Ja Leute, zweite Folge hier bei Lies of P. Das letzte Mal war eigentlich nur Tutorial. Wir haben das Spiel kennengelernt, was es so gibt, wie man Waffen verbessert, wie man kämpft, wie man pariert, bibabo. Und jetzt geht's richtig los. Deswegen will ich gar nicht viel erzählen. Hauen wir rein. Hier steht unser Held auf Pinocchio. Stimmt, da sind wir rausgekommen. Elysion Boulevard. Schauen wir mal, dass wir weitergehen. Oh. Hey, let's be more careful. The Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. But don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later, when we're safe. Ja, wir werden Gemini vielleicht auch mal kennenlernen hier endlich. Was war das eigentlich hier? War das ein terroristischer Anschlag? Ich kapiere es noch nicht genau. Aber hier ist auf jeden Fall ein Stargazer. Hallo, Kollege. Ach stimmt, wir sollten mal die Legionswaffe testen. Oh, man zieht sie wirklich heran. Das geht natürlich mit Dummies nicht. Das ist aber witzig. Ja, voll witzig. Wie witzig. Elysian Boulevard was a regular rich people row. You wanted fancy boutiques and shops. No place better. Tja, das war einmal. But that was long ago. Before the puppet frenzy. Long ago? Seit wann ist denn die Stadt in so einem Zustand? Diese Leichen schauen doch eher ziemlich frisch aus teilweise. Und hier ist wieder zu, oder? Ja, natürlich. Okay. Ey, Moment, ist das hier eine Kiste, oder? Ja, das ist unsere erste Kiste. Geil. Und? Lada F-150 Rahmen. Und es geht hoch. Aha. Oh, da ist ein Schütze drüben. Und hier... Wo? Aha, jetzt sehe ich. Jetzt sehe ich es erst. Boah, der macht ja fett Schaden. Das habe ich zu spät gesehen. Da unten links, da steht Puppenschnur und die Anzeige ist ziemlich leer. Ich weiß ja nicht, ob man das füllen kann irgendwie. Was haben wir in unserer Tasche? Ich sehe nichts leider. Mist. Wir können das hier wieder auffüllen. Ah, okay, wir haben die Leiter abgelassen. Okay, alles klar. Moment, aber war hier noch was? Moment, Moment. Was ist das für ein Modell? Der ist anders, der ist stärker, glaube ich. Oh. Oh, der ist wesentlich stärker. Mist. Oh, witzig. Krass. Aber der Kampf macht Fun und die Geräusche sind richtig. Sind halt so befriedigende Klänge, ne? Wenn du parierst und so. Oh. What shit? Oh, was ist das für ein Modell? Okay, das ist wieder ein neues Modell. Junge, wohin denn? Fabelkünste? Ah ja, stimmt. Habe ich vorhin zufällig mal gemacht. Ich meine, sollten wir mal. Ich sollte es euch mal zeigen. Beim nächsten Gegner mache ich das. Oh. Hier ist er. Das sind Fabelkünste. Also dieses blaue Zeug. Weiß nicht, ob man da noch mehr kann. Man sieht sie unten auch. Ich habe sogar eine Fabelkunst am Griff. Boah, da hinten ist ein Gegenstand. Ich muss den mal testen. L1 oder 3? Das war's? Habe ich's gemacht? Ist das ein besonderer Block? Oh, meine Anzeige ist jetzt leer. Hm, scheiße. Okay. Boah! Boah! Ich habe überlebt. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gelandet? Versteckter Mondstein. Das ist ja geil. Wir haben wieder einen gefunden.
Wir können jetzt... Ha, das war ja ziemlich gut sogar. Wer jetzt gedacht? Diese Geräusche sind so krass. So hart. Tak, 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 tak. So, eigentlich wollten wir doch das Objekt da hinten holen. Es geht. Elektroblitzschleifmittel. What the shit? Elektroschock. Allmächtig, da oben schießt uns einer ab. Schnell. Ja, ja. Okay. Ich höre. Alter, what the shit? Der hat sich neu positioniert und nervt mich. Nein, das sind zwei. Alles klar, und wer bellt hier? Ich hoffe, ich schaff's. Werden wir das überleben? Ich habe überhaupt keine Heilung mehr. Nee, werden wir nicht. Und vor allem, der hat eine miese Attacke. Der hat mich jetzt zum ersten Mal erwischt. Unser erster Tod, Leute. Aha, ich sehe die Anzeige da oben. Ist ja witzig, oder? Seht ihr das? Wir haben 54 von diesen Ergo und drunter steht 1588, aber ausgegraut. Das heißt, die sind noch da liegen rum, aber die musst du dir noch holen. Ui, der Typ. Stirb! Und die holen wir uns auch natürlich. Können wir den locken irgendwie? Oder so können wir es machen. Gut. Ich weiß nicht, ob wir da oben hinkommen. Gehen wir erstmal erst hoch. Lost, ergo, recovered. Was ist, wenn ich den... Hä? Nee, kann er gar nicht. Wir haben keinen Weg, da hochzukommen? Das ist ja schön. Den sollten wir anziehen. Der stört nämlich... Oh nein. Hat geklappt. Oh shit, ist das mies. Also wenn du da reinkommst... Wir müssen uns heilen. Wie der sich aufrichtet. Bleib liegen, Mann. Da bist der Stresser. Wo sind wir hier? Wow, das ist ein großer. Okay, wir haben hier einen kleinen Brocken zu machen. Okay, mal sehen, ob wir was gelernt haben. Jetzt wird's hart. Oh, nö, haben wir nicht. Alter, der schwingt durch. Shit. Der macht nicht so platt. Na, warte. Schöner Schaden. Okay. Und dann fertig machen. Er lebt noch, aber er ist fertig. Also diese Brocken? Krasse Geschichte. Machen aber Bock. Ist ja witzig, da oben ist das Zeichen der Freimaurer drauf. Was geht denn hier ab? Lebensamulett. Brief eines gefrorenen Mannes? Meine Luise, Charlotte, mein Schatz, ich kann nichts hören. Ich glaube, die Straßen sind bereits tot. Nur noch Stille. Vermutlich bin auch ich bald nur noch ein versteinerter Leichnam. Ich kann mich noch erinnern. Der Klang deiner Singstimme und der Anblick einer in Bilderbüchern vertieften Charlotte. Ich vermisse das alles. Das Beste, das ich zu Lebzeiten getan habe, war, dich und Charlotte zum Schutz in die Kathedrale zu schicken. Wir haben eine Geste bekommen. Durch das Brieflesen? Man sollte sie lesen. Ich wünschte, dieser Albtraum wäre endlich vorbei, wenn du und das Kind doch nur zurückkommen könnten. Aber das ist jetzt wohl unmöglich. Ich liebe dich, Luise. Ich bete, dass ihr dort in Sicherheit seid. Okay, ein kleiner Hinweis, ne, dass dort in der Kathedrale was ist. Ne? Aha, hier geht's aber auch weiter. Okay, holen wir uns erstmal den Stargazer. Your friendly puppet guide. Or friendly guide puppet? I don't know, one of those. I'm also a friend of Sophia's. Okay. Last time I woke up, Sophia was there because she woke me up. But I'm sure there are still other memories in there. Sorry. Must be the shock. Bear with me, and I'll do my best to guide you.
Okay, alles klar. Manchmal kann man halt eben mit ihm reden, aber ansonsten können wir nicht leveln. Das heißt, wir müssen jetzt zurück und dann uns wieder hertransportieren. Hm, ist ja blöd, ne? Okay, machen wir das so. Dann machen wir einen Stufenaufstieg bei ihr eben. Also, ich gehe natürlich mit der Vitalität wieder hoch und die Entschlossenheit. Stargazer. Wir sind wieder da. Aha, der Elite-Gegner ist verschwunden. Ergo nehmen wir uns die Kleinen vor. Ey, da ist ja der Händler hier. Oh, reden wir mal mit dem. Ich habe das erste Mal gar nichts bei ihm gekauft, aber vielleicht haben wir jetzt Interesse. I know what you're thinking, but I'm not a burglar. I'm just crashing in an abandoned house for a while. Warum maskierst du dich dann? I won't cause any trouble. We survivors need to look out for each other. For your information, I didn't steal this. Boah, ich habe genau genügend. Ist das ein Zeichen? Sollten wir uns das kaufen? Ich glaube fast schon. Ich kauf's jetzt mal. Müssen wir uns mal angucken. Was ist hier sonst so? Elektroblitzkanister? Aha. Kannst du werfen? Ist ein Wurfding? Das auch? Ist ein Verbrauchsding. Aha, ein Legionsmagazin. Da hätten wir zum Beispiel unsere Schnur wieder aufladen können. Das kann man bei ihm kaufen. Das ist nützlich. Aber ich habe jetzt kein Geld mehr. Okay, ich denke mal, hier kommen wir noch nicht durch, oder? Nein. Okay, wir müssen diesen Aufzug irgendwie reparieren. Komm mal her. Dachte ich mir, ne, dass deine steht, ne? Ja, Junge. Deswegen habe ich ihn auch angezogen. Das ist aber so gut, ne? Das Spiel gibt dir die Möglichkeiten halt, ne? Es ist wirklich ganz anders wie Lords of the Fallen. Bei Lords of the Fallen hast du immer den Eindruck, das Spiel will dich abfucken. Aber hier hast du anspruchsvolle Situationen, aber das Spiel gibt dir auch die Möglichkeiten, damit umzugehen. Das ist tausendmal geiler. Irgendein Scheiß passiert hier. Ich wusste es. Rache! Sternfragment schon wieder. So, und jetzt können wir uns das hier holen. Trübes Ergo-Fragment schon wieder. Wir haben ziemlich viel davon schon. Wieso leuchtet da unser Ding auf? Das verstehe ich noch nicht. Schaut mal, unsere Lampe leuchtet gerade auf. Ich kapiere es nicht. Wait. I can sense something strange. Jeepers. Is that a butterfly? Hä, was ist denn das? Why is the Ergo reacting like that? Dann kann ich kaputt machen. If you wanna check it out, I can take. Ja, klar. Ist das wie Dark Souls? Dass du dann irgendwelche Upgrade-Materialien kriegst? In manchen Teilen von Krat erscheint gelegentlich ein dimensionaler Schmetterling. Monatslampe kann den Schmetterling aufspüren und leuchtet rot auf, um auf seinen Aufenthaltsort hinzuweisen. Sobald man sich in der Nähe des versteckten Schmetterlings befindet, erscheint er. Nach gewisser Zeit verschwindet der Schmetterling in eine andere Dimension. Töte ihn, um nützliche Materialien. Ja, es ist wie Dark Souls. Jemand spricht? Wer wo? Hier ist tatsächlich mein NPC irgendwo hier. Da hinten! This must be your first time. So. In the petrification disease quarantine zone. Ja. For most people, this is their last stop. Our good Samaritan for coming all the way here. I want. May I ask you a favor? Der hält die Hand raus, ne? My family took my baby from me. Oh. And sent me here. They said it was for my own good. But it was heartless, just the same. A baby must be with its mother. Please go Rathaus, to Grand City Hall and bring me my baby. Wenn wir das schaffen, können wir diese NPC-Quest machen. Ja, natürlich. Thank you so much. Das war auch gut, gerade noch so. Aber er lebt noch und er ist stärker als der andere. Okay, heilen wir uns. Ja, ich muss einfach lernen. Sie haben immer so verzögerte Attacken.
Ich habe ihn jetzt einfach geplättet. Was haben wir gemacht? Kopf eines Knüppels. Aber ich bin nicht zufrieden. Wir müssen besser werden mit dem Parieren. Ist das ein Soldat? Das ist ein neuer. Bisschen Tank hier, aber kein Problem. Nur die Großen sind eigentlich ein bisschen ein Problem. Da musste die Mechanik wirklich drauf haben. Und Bosse natürlich. Moment. Ist das hier eine Abkürzung oder? Oh ja. Geil. Was sind das? Gegner? Also, das ist ja gefährlich. Ah, das kann man aber für sich nutzen, wie ich sehe. Dann laufen sie durch. Und dann. Ah, ich sollte aufpassen. Ich habe auch gar keine Heilung mehr, ne? Oh, das ist ein harter. Oh shit. Wir haben überhaupt keine Heilung mehr. Oh, du Sau. Oh, ich habe nicht einmal pariert, leider. Das funktioniert bei denen nicht. Okay, schauen wir mal, dass wir das nicht mal schaffen. Okay, von hinten. Von hinten kannst du die nicht. Und dann kommt noch einer. Ah, shit. Das kann man aber machen. Und man kann sie richtig... Hier sind überall diese Fallen. Und hier hustet jemand. Hier ist bestimmt wieder irgendwer. Nur wo? Hier vielleicht? Na, ja, tatsächlich. Is that you, Murphy? Noch eine NPC-Questline? Oh, I guess not. Sorry, I thought you were my friend, Murphy. Murphy is a super cool police officer. As a puppet, even the petrification disease can't get him. Ach, das ist das. I wish I was like him. Die Menschen haben auch eine Versteinerungskrankheit. You should leave, so you don't catch the disease from me. Und deswegen ist die andere Frau da hinten, die kriegt deswegen, ne, deswegen erblindet sie. If only we could play together like we used to, Murphy. Also wir haben hier gleich noch eine Quest. Ist das Murphy? Murphy, sie sind es. What? Der Lockdown hat... Alter, was ist das? Ist ja voll die miese Falle. Murphy, oder was? Das ist die Murphy-Falle. Ich kann nicht spielen. Das war nix, Junge. What? Hier ist irgendetwas. Moment. Attention. Versteinerungskrankheit, Quarantänezone, betreten verboten. Ah, und da ist ja auch dieser NPC. Alles klar. Gott, diese Anzeige ist immer so schnell weg. Sprechen Sie nicht mit ihnen. Aha. Jeder ist ein Patient oder Verrückter. Geht diese Tür auf? Ja, sie tut es. Geil. Oh Gott. Alchemistenbrücke. What shit? Irgendwas. Purge Puppies. Ja. Verstehe ich ja irgendwo. Oh nein, ich glaube, das ist ein Bossfight hier. Ich kann mich erinnern. Oh shit, und wir sind überhaupt nicht vorbereitet. Shit. You know what caused the puppet frenzy, don't you? Was, Geppetto ist auch da drin? Ja, ja. You and the alchemist scheming together. Tell me the truth. What's your problem? I'm here for the old man. Get lost. Wait. Hast du so eine komische Eselsmaske auf? Or more like, I know what you are. You're the devil's puppet. You can't sneak past me. Yeah, das war klar. Die! Okay, legen wir los. Verrückter Esel. Das ist so mies, wie lange verzögert. Scheiße, er hat mich doch. Er ist nicht schwer. Aber diese Verzögerung. Here we go again. So, mal sehen, wie wir es jetzt anstellen. Ich muss einfach besser parieren, ey. Meine Güte. Aber wir packen ihn schon. Wir haben jetzt mehr Heilung. Komm schon. Ich hatte gerade nur eine. Das ist natürlich ein bisschen wenig, ne? Also, was ist das jetzt für eine Attacke? Are you a dream or a nightmare? Stop showing up already. Diese Attacke ist die fieseste. Okay, die ist auch.
eigentlich muss man die nur umgehen, so sehe ich das gerade. Und dann. Oh, nicht schlecht. Oh shit. I'll kill you both, then string you up on the bridge. Greife ich ihn nicht. Das ist mein Fehler immer. Du verrückter Esel! Na komm. Are you a dream or a nightmare? Stop showing up already! Ich komm wirklich nicht klar mit den Gegnern. Die verzögern mir zu krass. Die machen mal so. Oder ziehen durch. Ganz unterschiedlich. Und ich weiß nie, was kommt. Okay. Ich konzentriere mich jetzt nur mal da drauf. Cursed puppet! Back again! Nee. Oh, shit. Die Energie. Wir müssen uns heilen. Oh, wie blöd. Wann können wir ihn brechen, ist die Frage. Wo sieht man das überhaupt? Das war nix. Das war nix. Okay, hier rein. Oh, shit. Wow, das hat er reingehauen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Das ist so mies, wie der verzögert. Schaut euch das an. Ich weiß nie, wann er zuschlägt. Schaut euch das an. So ein nerviger Typ. Aber ich glaube, so werden alle Bosse hier. Klar schaffen wir ihn. Das war nicht das Problem. Aber ich will ihn parieren, richtig. Und da ist jetzt Geppetto. Finally, we meet, son. It's a dream come true. Seeing you like this. War ein bisschen angespannt, oder? Die Situation, aber da kam das Lächeln. Despise me. Mal sehen, was das zu bedeuten hat. I invented the puppets, after all. I should take responsibility as their maker. But in order for me to do that, I need to take care of the puppets at City Hall. Won't you help me, son? Take this. You'll find it most useful. Oh, wir kriegen echt. Oh Gott, wir kriegen diese blöde Eselsmaske auch. Und ein Schlüssel, irgendeine Enigma-Vorrichtung. Oh, ich sehe gerade unser. Hallo, das hätten wir mal schleifen müssen. Das ist komplett rot. Fast wäre unser Schwert gebrochen, was wäre dann passiert? I want to hear all about your experiences. But now isn't a good time. Use the stalker's key to open the bridge door. Then get rid of the frenzied puppets that have seized City Hall. Okay, da ist das Rathaus. At Hotel Krat when you're done. Alles klar, wir müssen das erledigen und dann ist er im Hotel Krat und dort können wir treffen. Okay, egal, der wiederholt sich. Alles klar, wir haben den Schlüssel, wir haben es geschafft, dieser Boss ist besiegt. Ja, mich wurmt ein bisschen, dass ich den wirklich nicht einmal so richtig ausgecheckt habe. Es wurmt mich wirklich. Stargazer. So, about that weapon assembly tool you were talking about. If you find any more weapons, let's try using them here. Ja klar, möchte ich ja. Ach, das kann man sogar jetzt hier machen, Waffen montieren. Waffen montieren, du kannst Waffen über Eugene im Hotel oder beim Stargazer montieren. Du kannst deine Waffen in Klinge und Griff aufteilen und zu neuen Waffen montieren, die zu neuem Kampfstil passen. Oho, oho, oho. Da gibt es bestimmt einiges. Aha, da, seht mal. Das ist eins von diesen Dingen, sollen wir das mal testen. Was haben wir denn noch? Ach, das ist von dieser Polizei, der Knüppel.
Und eben das, die Anfangsdinger. Okay, natürlich möchte ich das mal testen. Diverse Möglichkeiten hat man hier. Oh, er wird pariert. Aber ich auch. Und sie kriegen die Schockies. Schockies. Also diese Schockteile, die werden häufiger, die hier überall rumliegen. So, kann ich das jetzt werfen? Ja, kann ich. Boom. Geil. Er bleibt einfach stehen. Boah, was geht denn hier ab? Ist das mal ein Mensch gewesen? Ist das diese Versteinerungskrankheit? Boah, das sieht richtig übel aus. Hey, hier ist wieder so ein Brocken. Boah, shit. Wollen wir uns den Brocken mal annehmen? Jetzt kommt der Brocken wieder. Oh, der hat keinen Kopf. Junge. Junge. Ah, da hat er mich erwischt. Okay, man hat mal aufgeladen. Das aufgeladene Angriffszeug macht ihn nämlich auch in einem verwundbaren Zustand. Ist mir aufgefallen und den kann man ja nutzen. Okay, bald ist er hin. Okay, das war's. Cool. Und wieder Saufleid. Alter, was hat denn der hier gemacht? Oh no. No survivors here. What do we do? Just give her that baby puppet? Was ist diese Quest? Wir könnten ihr die Babypuppe geben. Ich würde sagen, wir geben ihr die Puppe. Wahrscheinlich ist sie eh schon erblindet. Und dann, ja. Shit, dann müssen wir wieder lügen, ja. Wir müssen sie halt anlügen. Also dieser Playthrough wird hier auf jeden Fall ein Lügen-Playthrough sein, ne? You found her, kind one. I could sense her from miles away. Oh, my sweet Elena. Was jetzt? Na gut. Please let me hold her. There, there, my baby. I missed you so much. What do you think? Isn't my baby adorable? Ja, sie ist ein süßes Menschenbaby. Habe ich mir schon gedacht. Right. Ich dachte schon, wir müssen vielleicht doch nicht lügen, weil sie von alleine gesagt hat, ah, mein Baby und so. Aber doch, wir mussten lügen. My sweet Elaine. Ja. Aber das Voice Acting ist ziemlich gut, muss ich sagen. Wir haben es geschafft. Federn, Schallplatten, haben wir gerade eine bekommen? Schallplatten, die du während des Spiels erhältst, können mit dem Grammophon im Hotel abgespielt werden. Aha. Und dann kannst du das anhören, um Menschlichkeit zu erhalten? Krass. Oh, Nachricht. Da steht viel. Die Ambition von Mr. Venigni, eine lebende Polizeimaskottchenpuppe für das Rathaus anzufertigen, scheiterte. Sein Wunsch, einen vertrauenswürdigen Freund für die Bürger und einen starken Polizisten zu erschaffen, der Kriminelle überwältigt, ging zwar in die richtige Richtung, erwies sich aber als übertrieben. Der überladene Akku der neuen Polizistenpuppe, oh, das wird der Boss, ne? Überschritt seine Kapazität, was Kettenexplosion, Fehlfunktion und schwere Körperverletzung zur Folge hatte. Der Stadtrat schlug vor, die Puppe mit der Begründung zu entsorgen, dass ihr Aussehen die Besucher einschüchtert. Aber Herr Venigni und die Steuerzahler protestierten und verhinderten den Plan des Stadtrats. Bis heute liegt die Puppe verlassen hinter dem Rathaus, während der Rechtsstreit noch offen ist. Das Interessante hierbei ist, dass die Puppe selbst dann, wenn sie unbeaufsichtigt ist, einige ihrer Maskottchenrollen ausführt. Sie ist besonders bei Kindern beliebt und scheint sogar auf das Spielen der Kinder zu reagieren. Ist das ein Hinweis auf die Schwäche? Das führte jedoch dazu, dass mehr Kinder aus dem Slums ins Rathaus kamen, was den Besuchern Unannehmlichkeiten bereitete. Der Stadtrat erwägt, die Puppe nur noch gelegentlich einzusetzen. Gott, kommt jetzt hier ein Boss? Sind wir überhaupt bereit? Ich glaube nicht. So, dann wollen wir mal. Ready to go. Hat bestimmt eine Zwischensequenz hier, oder? Garantiert. Shit. Ja.
Ja, da ist die Polizei. Puppe. Was ist das? King Kong? Von der Bewegung erinnert mich an Baal. The Bloodborne. Elektroboss. Scheiße, es ist ein Elektroboss durch und durch. Ah. Aber das ist nicht Paul, sondern der abgewrackte Wächter. Oh mein Gott! Oh Gott, der verzögert auch, bis ihm geht nicht mehr. Oh shit. Okay, den muss ich unbedingt parieren, sonst haben wir ein Problem. Ganz auf, pariert. Hey, das war, wa? Autsch. Scheiße, wieder nicht geschafft. Okay, aber egal. So schlimm läuft's nicht. Das war verliert. Verdammt. Verdammt. Wir müssen unsere Energie wiederholen. Was? Echt? Geil. Ihn nicht irgendwie. Hä? Hat irgendwie nicht geklappt. What shit, scheiße. Er macht jetzt Elektro. Oh, Elektroschock kommt dazu. Oh, der Elektroschock hat uns gekillt. Ah, wir hätten ihn finishen sollen. Er hat uns wieder erwischt. Nein, das war so knapp. Ah, nein! Das war's. So ein Arsch. Da wollte ich mich packen, ne? Okay. Zwei beieinander. Ups. Griffattacke. Ah, wie oft will ich noch an den Griff sterben? Wenn der nicht da wäre, hätte ich ihn schon längst besiegt, ey. Mein Gott. Es ist wieder der Griff. Krass, der aus, Alter. Aber trotzdem gefällt mir der Boss voll. Das ist lustig. Nicht mehr lange. Geil. Scheiße. Oh mein Gott, war das knapp. Er war so nah dran. So langsam sollten wir den schaffen, sonst geht's hier echt auf den Zeiger. Jahrelang aus. Krass. Alles gut. Soweit. Das macht gar nichts. Das macht was. Hätte ich vielleicht anders nutzen sollen. Aber egal. Jetzt ist zu spät. Ach was, komm, er macht. Er hat ja nicht mal die Hälfte der Energie. Das ist ein scheiß Rotation gerade eben. Da war der Griff, leco mio. Jetzt kommt die. Das ist wichtig, dass man die holt. Und dann zur Seite genommen. Okay, so langsam checke ich ihn, aber naja, trotzdem nicht leicht. Ich einfach nur, weil ich weiß nicht, wann die Attacke dann kommt. Ne? Hey, hey, hey. Sehr gut.
aber es ist noch ein Weg zu gehen hier. Okay. Wir haben aber noch zwei Eilen. Passt schon. Vielleicht diesmal, ja, wirklich. Nein. Nein, 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 nein. Diese Attacke mag ich nicht. Mich wieder erwischt. Ich bin sogar nach hinten, aber zu spät anscheinend. Ach, dieser Schaden ist so kacke. Okay. Am besten ich heile mich gleich, dann können wir vielleicht noch eine Heilung bekommen. Weiß ich nicht, schauen wir mal. Kommt die Attacke. Ist wichtig. Okay. Nein. Boah, das war klar. Na komm, Junge. Ja, das lassen wir mal lieber. Und jetzt die. Sehr gut, wir haben ihn. Wir haben ihn. Junge, das war's, Junge. Abgewrackter Richter. Easy peasy. Nein, Schmari, nicht so easy. War schon anspruchsvoll. Und man musste ihn lernen. Man musste ihn verdammt nochmal lernen. So, Leute, also gut. Hier machen wir Schluss. Ist doch ein perfektes Ende. Boss geschafft. Wer weiß, was sich dahinter verbirgt. Seht ihr dann das nächste Mal. Okay, Leute, das war's mit der Folge. War lustig, Spiel macht Spaß. Ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe, ich sehe euch wieder im nächsten Video. Peace out.